Hallo Mitspieler, mein Name ist Salo Riot und ich begrüße euch zur 52. Episode dieses Empyrean Let's Plays in der fünften Staffel. Ich liefere noch was nach und zwar wollte ich Brunos Station, in der wir in der letzten Episode waren, noch bei Tag zeigen. Und da ist noch ein bisschen was gewachsen. Das ist schon wieder 2, 3 Tage später. Und da steht jetzt auf immer eine neue große Pyramide. Und irgendwas blinkt da. Ja, ansonsten den Turm wollten wir uns noch ansehen, in dem war ich noch nicht drin. Ansonsten die anderen Gebäude hier. Und der Fuhrpark sollten wir größtenteils kennen. Hier hinten die kleine Siedlung, die er plant, mit Ferienhäusern. Und hier die Möglichkeiten, Schiffe abzustellen. Also hier dieser Pilz mit diesen kleinen Plattformen. Und hier etwas Größeres. Sieht wuchtig aus. Ist auch in der Nacht ja nicht so in Erscheinung getreten irgendwie. So, mich interessiert hier aber nochmal der Turm. Okay. Warum habe ich jetzt hier auf immer keine Frames? Warum geht das jetzt hier so in die Knie? Ups, hallo. Abschalten, da bringt ihr auch ein paar Lichtquellen mit. Ah, die Pyramiden sind schon cool, aber auch innen drin übelst abgestützt, wie man sieht, ne? Damit dreht man mal ein Louvre hier. Ja, interessante Konstruktion. Und noch Ländereien. Ja, und dadurch, dass eine Scheibe von innen und eine von außen gesetzt ist, sind die unterschiedlich durchsichtig oder fehlt da eine? Nee, was ist denn da los? Sind die von innen und von außen gesetzt und einfach nicht gleichmäßig getönt? Ich würde sagen, ja. Müsste man nur mit einem Tool lang und alles umdrehen. Ah, schon fett mit der Sonne. So, hat den Ton noch ein bisschen lauter gemacht. Krasser Bau. Meine innen drin sieht es ein bisschen baustellenmäßig aus, aber das ist der Statik geschuldet, nehme ich mal schwer an. Aber so, imposant. Kleineren. Können wir da rein? Wollen wir da rein? Was ist hier los? Ach, da unten waren wir letztens drinne. Da sind wir lang gelaufen. Da sieht man auch diese Alien-Baublöcke. So, wenn wir was vom Turm haben wollen, muss ich mich beeilen. Oh, er mag Pyramiden. Das ist so sein Ding. Der Bruno. Unser kleiner Ägypter. Gut, unter uns sind diese Gärten. Bin ich in der vorletzten Episode hochgelaufen. Und der Turm. Der scheint aber auf dieser Ebene leer zu sein. Da ist ein bisschen bläulich oder liegt das an dem. Nee, das sind die Steine, die erwecken den Eindruck, dass es das ein bisschen verbeult ist. Und oben drauf halt. Man zieht doch auch gerne meine High Heels an. Und stackse hier lang. Dort in der Parkplatz. Dort haben wir letztens die Standen auf der 4. Schöne Basis, schön angelegt. Jetpack ist an. Dann bremsen wir ab. Und schaffen das glatt, uns ohne die Haxen kaputt zu machen, hier runterzukommen. Hallo. Treppe nach unten, noch nicht ganz fertig. Ja, gut. Bruno Space. Allerliebst. Nochmal abgeschwingt. Gut, dann gucken wir mal eine Weite. Was ist denn das nächste, was sich hier anbietet? Was ist denn das? Fetter Silo.
das sah das, was ich in der letzten Season gebaut habe, so von den Ausmaßen her, oder? Hier mir eine Keksdose. Einfach nur ein Verteidigungsturm mit Treppe. Treppe ins Nichts. Oh, unten aber eine Tür. Landeplattform für Gäste gibt's ja nicht. Hier gibt's ja gar nichts. Okay, kannst du hochlaufen und da kann man dann hochspringen. Das schafft man. Aber nehmen wir mal an, dass hier drin irgendwo noch ein Aufzug ist. Nicht mal ein komplettes Dach da oben. Okay. Karg texturiert, aber das hat auch seinen Charme. Ohne Zweifel. Ja. Da sind wir rein. Druckschleuse ins Allerheiligste. Ein bisschen Licht an. Tanktechnik Kern. Okay. Der Yoga-Raum. Hier wird meditiert. Ja, und hier fahren wir dann Rollschuhe. Keine Ahnung. Schöner Außenring. Oben drauf eine dicke Marie auf Glas. Na, solange es hält. Nicht, dass das Ding schießt und dann, ja, abwärts. Ja, von wem könnte dann die Bude sein? Ich habe da so eine Vermutung, Basis BA. Na, das sagt ja gar nichts. Aber hier nebenan steht die Juggernaut, ein großes Schiff, was wir uns jetzt angucken werden. Ich glaube, dass der Sweetie. Oh, Details, cool. Ja, ich glaube, dass der Sweetie die aus dem Workshop sich gezogen hat. Das hier ist doch so eine Bude von Dave, oder? Also Dave hat sie gebaut. Muss nicht sein, dass er die hingestellt hat. Fucking hell, Büro Warenlager. Ja, das ist so der Duktus vom Sweetie. Hier wohnt der Sweetie. Ja, ist aber auch doch relativ einfach. Ich meine, man muss ja schön rennen. So hin und her. Und das Schiff steht auch dann schon weit weg. Parkplatz oder so, irgendwie. Man hat ja einen Nachbarn mit einem großen Parkplatz, aber das zählt ja nicht. So, die Juggernaut. Oh, schöne Details. Da hinten drüber. Das könnte sein, dass es bei 6.0 alles nicht mehr geht, weil es zu heiß ist und so weiter alles. Ja, wir kriegen es jetzt auch mit Wärme und so und Verstrahlung zu tun. Dann kannst du den Kern auch nicht direkt am Pilotensitz haben. Oh, kleine Doppelschleuse. Und ein kleiner Jäger. Oh, ist aber doch ganz schön eng hier drin, ne? Und hier sollen wir mal gucken. Ein Constructor, sehr gut. Da ist Kiste. Na gut, arbeiten wir uns mal durch. Hier könnte man auch nebenbei einsteigen und das Schiff fliegen. Das ist immer sehr gut, dass man einen schnellen Eingang hat. Hier noch eine Kiste in der Wand. Also nicht einen schnellen Eingang, sondern halt schnell die Möglichkeit hat, das Schiff zu steuern von irgendwo. Und nicht erst hier 3 Minuten laufen muss, um ein Cockpit zu finden. Okay. Oh, und gleich im Maschinenraum. Das ist aber auch schön gemacht. Da kann man sich auch hinsetzen, ein bisschen entspannen, sich den Kahn angucken. Fällt mir gut, ja. Auch schön austexturiert. Ja, gut ausgenutzter Raum. Hier auch noch irgendeine Maschine, beziehungsweise das ist ja eine Düse hier, aber da noch ein bisschen drauf gebaut. Schräge Platte. Ja. Nice. Finde ich sehr cool. Oh, hier hinten.
Hintern noch ein bisschen bunt. Ah, oh, viel zu entdecken an dem Schiff, Leute. Viel zu entdecken. Da leuchtet es ein bisschen durch. Ach, das sind hier Triebwerke, die in diese Richtung hier düsen, möglicherweise. Ah, Warp Tank. Ah, oh, schon enge Räume. Hier sind zwei hergekommen. Environmental suit required beyond this point. Schauen wir mal. Jetzt wäre draußen irgendwie. Oh, aber alles sehr cool, alles sehr stimmungsvoll. Hier so fette Druckschleuse. Und hier geht's runter. Nice. Also wirklich nettes Schiff hier gemacht. Infirmary. Jetzt mir gut, mir jetzt gut. Kommt nicht. So, erste Etage. Könnte es hier lang irgendwo hingehen? Auch cool. Na, hier brummt es ein bisschen wenig. Ah, jetzt fängt es wieder an. Jetzt wird wieder leiser gebrummt. Tanks. Soweit das auch reicht. Auch alles so farblich sehr, sehr stimmig irgendwie. Also nicht sehr viel Abwechslung, das finde ich aber auch sehr gut. Nicht ohne Fragen hier. RCS irgendwie schön in Szene gesetzt. Zwei sogar. Die O2-Tanks. Da möchte man doch einfach hinrennen. In der Hoffnung, hier noch was Schönes zu sehen. Und das ist schön. So, hier kommen wir nach unten rum ran. Ah, auch alles hier an Triebwerke. So, mal gucken, ob wir auch wieder irgendeinen Weg zurückfinden. Okay, Aufzug dann in die 3. Modulraumschiff einfach nur mit Kisten, so wie es aussieht. Okay, why not? Hier noch Beisitzer, aber das, wo ist hier Fuel? Achso, hier ist Fuel drin, nehmen wir mal an. Da drüben gibt es Luft, auch schön umgedreht, auch schön in Szene gesetzt. Da nimmt man noch mal gerne. Ja, Mensch, das war genau das Schiff, wo man gerne sagt, auch der hätte ich auch gerne selber gebaut. Also wirklich geil. Also wunderschöne Details. Sehen wir hier auf der anderen Seite wieder drin. Oh, hier ist noch eine Lounge irgendwie. Ah, da fehlt eine Textur. Grober Abzug. Nee, alles gut. Hier auch los. Oh, mit nach draußen gucken. Nice. Spawnpoint. Ja. Ja, noch Toilette oder irgendwas? Ne, jetzt wieder runter auf die andere Seite. Irgendwie Hangar, okay. Wir könnten überall Türen sehen. Oh, wir scheinen uns dem Ende zu nähern. Aha. Dunkle Gänge, die wohin führen? Abhängbereich. Ah, und hier ist wieder ein Airlock nach draußen. Okay. Ah, Frachtluke. So für Satelliten und so ein Zeug. Doch, nun komm, hör auf. Luft. Ah,
Hier passt mir irgendwie nicht so ein bisschen drin hier. Das ist also nicht so texturiert wie die anderen Sachen. Komisch. Aber vielleicht auch einfach noch nicht fertig. Wer weiß das? Kabinen. Oh, hier ist ein bisschen eingerichteter. Das ist wohl hier auch eine Toilette oder so. Das alte Zyklop 3000 Modell. Sitz. Tatsache sitzen kann. Und hier ist das eigentliche Cockpit. Ah, schade, dass wir nicht rausgucken können, weil draußen ist es wieder duster. Hab ja super ausgesucht. Auch noch ein Airlock wahrscheinlich. Nee. What? 14, ja, 4 Heimgänge. Hier ist doch Airlock irgendwie. Dann fällt man hier so runter und fühlt man sich ja wie rausgeworfen. Das ist ja verschachtelt. Irgendwas muss man ja mit dem Platz auch machen. Hier nehme ich an, den nur selber. Oh, Bus. Nee. Eben nicht. Hier ist jetzt noch eine kleine Teeküche. Ist ja auch nice. Also wirklich gar keine Ahnung, ob wir jetzt hier nun wirklich alle gesehen haben an dem Schiff. Und ich versuche einfach mal. Ich bin mal übermütig. Oh, hier habe ich. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Noch andere Kabinen. Schön. Nice. Da noch mit Fenstern, ne? Gut, ich versuche einfach mal einen Ausgang zu finden. Ich meine, es gibt ja hier diese Airlocks überall, aber da wo ich rein hier komme, mal sehen, ob ich den Weg zurückfinde. Irgendwie. Oh, vier. Oh, ging sogar noch weiter nach oben. Schön dunkel, ich mach mal aus. Auch spooky. Auch nochmal eine schöne Chill-Out-Area. Ja, was ich nicht gesehen habe, ist ein Garten irgendwie. Ich meine, gut, das mag ein Kriegs-, ein Schlachtschiff oder sonst irgendwas sein. Hier schön Bett zwischen den beiden Geschützen. Wenn das mal nicht was auf die Ohren gibt. Ja, also ein Garten muss nicht. Natürlich nicht. Aber Platz wäre da gewesen, um es mal so zu sagen. Oder vielleicht bin ich auch einfach dran vorbeigelaufen. Das ist ja doch ein klein wenig verschachtelt hier alles. So, hier waren wir. Denn das lange Stück an der 3 waren wir gewesen. Und ich glaube, aus der 1 kamen wir, ne? Irgendwie. Sagen, oder? Meinetwegen genau auf der also auf der gegenüberliegenden Seite. Aber irgendeinen Hangar haben wir gefunden. Juti, ja, und wir würden das Ding natürlich auch gerne bei Licht sehen. Sehe ich doch richtig. Meine Nacht sieht das auch brutal aus. Ich renne das einfach mal ab. Oder andere Geschütz, was man hier vermuten kann. Echt cool. Schöner Pott. Und wie gesagt, ich befürchte, dass es da noch drei, vier Räume gibt, die wir nicht gesehen haben. Befürchte ich einfach mal. So verschachtelt, wie der Teil ist. Gut, ich würde sagen, wir warten kurz auf Tageslicht und dann schwenke ich das Teil mal ab. Damit wir nochmal bei Licht haben. Bis gleich. So, langsam haben wir Sonne. Dann schwenken wir mal den Juggernaut ab. Dort unten sind wir rein. Fetter großer Knochen. Ah,
schön bullig, Haufen Details. Unten die dicken, fetten Kanonen. Ein starkes Stück. Ja, und überall sieht man auch mal eine Scheibe. Also es gibt ja einen Haufen Räume, aus denen man auch rausgucken kann. Das sieht man auch relativ selten. Gerade beim Kampfschiff, weil so ein Fenster ist ja an und für sich eine Schwachstelle. Naja, gut, wie auch immer. Ich mache Feierabend, werde hier das Schiff noch ausschalten, so wie ich es vorgefunden habe. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super, klasse. An aus. Ja, und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.